Eine Seedbox ist natürlich für Downloader besonders interessant. Ich kann meine ganzen Dateien auf dieser Seedbox organisieren und muss nicht meinen lokalen PC damit belasten. Gleichzeitig sind die Dateien aus dem Internet erreichbar. Das Ganze ist aber auch für Uploader interessant. Und in diesem Video möchte ich das mal vorführen. Was ich jetzt zeigen will, ist, dass ich eine Datei aus dem Torrent-Netzwerk herunterlade, die dann mit WinRAR splitte in kleine Archive und dann mit dem Zoom-Uploader hochlade. Das Besondere ist dabei, dass ich das alles auf der Seedbox mache und alles mit One-Click-Installations-Apps mache, die mir die Seedbox zur Verfügung stellt. Los geht's nach dem Intro. Das Ganze wird jetzt nur wenige Minuten dauern. Zugegeben, das ist nur eine 1-Gigabyte-Datei, mit der wir das jetzt machen, aber das könnt ihr euch ja ausrechnen, wie schnell das für eure Dateien geht. Was machen wir jetzt also? Erstmal gehen wir auf Legit Torrents, nämlich nirgendwo anders kriegen wir unsere Torrents her und hier gibt es ein Linux-Image, nämlich zum Beispiel Tails. Hier klicke ich einfach auf den Torrent und lade den jetzt über meinen Browser einmal runter. Datei speichern. Jetzt wechsle ich auf RuTorrent. RuTorrent ist die Oberfläche, die mir GigaRapid zur Verfügung stellt. Hier kann ich dann meine Torrents verwalten. Das machen wir auch gleich und zwar gehe ich hier auf den Ordner. Gehe hier auf Torrent File, suche mir dann diese Datei, die ich gerade runtergeladen habe, einmal aus und klicke auf Add File. So, den Dialog schließe ich jetzt wieder und warte, bis das Ganze hier abgeschlossen ist. Und wie man sieht, ja, das geht innerhalb weniger Sekunden. Die Seedbox verfügt hier über eine 10 Gigabit Anbindung. Gut, der nächste Schritt könnte jetzt sein, die Datei hochzuladen. Dazu kann ich in den File Uploader gehen. Das ist auch, wie gesagt, eine App, die mir schon zur Verfügung gestellt wird von GigaRapid. Klicke hier einmal auf das Plus. Und wähle jetzt hier diese beiden Dateien raus, die mir jetzt heruntergeladen wurden. Und jetzt werden mir die hochgeladen. Wer jetzt gut aufpasst, sieht, dass ich die direkt hier schon splitten könnte. Das wäre möglich, funktioniert aber mit Zoom nur so semi-gut. Also ich finde, ich habe da einfach zu wenig Einstellungen. Deshalb laden wir das Ganze jetzt erstmal so hoch. Man könnte das jetzt, wie gesagt, noch mehr automatisieren, indem man hier den Haken noch setzt. Dann würde das auch gesplittet werden in WinRAR-Archive. So, einmal okay und jetzt geht der Upload hier los. Und warum zeige ich euch das? Weil das ziemlich schnell geht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Vorführeffekt. Ich glaube doch, den habe ich. Also das kann eigentlich im zweistelligen Megabyte-Bereich hochladen. Selbst wenn es das jetzt nicht tut, nicht weiter dramatisch, habe ich jetzt hier wahrscheinlich gerade einen schlechten Server erwischt, weil das einfach im Hintergrund passiert und ich kann einfach vorbeikommen, wenn ich wieder Zeit habe und mir den Link abholen. Gut, machen wir aber weiter. Ich habe ja gesagt, wir wollen die Dateien auch noch splitten. So, ich gehe dann in den Ordner, wo der Torrent heruntergeladen wurde. Und ja, ich habe hier WinRAR. Das ist auch eine One-Click-Installation, die mir GigaRapid eben anbietet. Und ich kann jetzt einfach hergehen und kann das Ganze in Parts aufteilen. Zum Beispiel in 60 Megabyte Parts, kann hier noch ein Passwort setzen, wie ich das halt von WinRAR so gewohnt bin. Genau, Encrypt File Names, auch immer gut. Zack, laden wir das Ganze einmal hoch, laden das nicht hoch, aber wir komprimieren das Ganze. Wir schauen auch nochmal hier vorbei. Das geht also ziemlich langsam, da hatte ich jetzt schon deutlich schnellere Geschichten gesehen. Das werden wir jetzt auch gleich sehen, wenn wir weitere Dateien hochladen. Wie mache ich das? Ich gehe hier auf Add File und jetzt muss ich hier im Pfad ein bisschen zurück navigieren, nämlich in den rTorrent-Ordner und hier sind jetzt meine gesplitteten Archive zu sehen. Die schnappe ich mir jetzt mal zum Beispiel 1 bis 5. Die sind noch nicht abgeschlossen, aber den Upload kann ich ja schon mal starten. So, einfach Feuer frei. Und jetzt sehe ich auch, dass diese 60 Megabyte Archive innerhalb weniger Sekunden da schon fertig sind. Also da kann ich sehen hier zum Beispiel, wie schnell die Geschwindigkeit ist von dieser Seedbox. Das kommt mir als Uploader also sehr entgegen. Wir machen mal weiter. Mittlerweile hat er noch ein paar mehr gepackt. Und ja, so geht das eben mit dem Zoom-File-Uploader. Wir schauen mal im Hintergrund, was WinRAR so macht. Das dauert noch 10 Sekunden und dann ist das Ganze hier abgeschlossen. So, das Ganze ist abgeschlossen. Zurück hier in den Zoom-File-Uploader. Und wir waren hier bei Part 12, das heißt Part 13 bis 19. Einmal Enter und OK. Jetzt lädt der Rest hoch. Und hier oben sehen wir halt witzigerweise, dass diese Originaldatei, die die gleiche Größe hat wie alle gezippten hier, immer noch lädt. Naja. Da habe ich halt gerade einen schlechten Server erwischt. Vielleicht kann man das jetzt nochmal nachstellen, indem ich jetzt doch nochmal die Image-Datei separat hochlade, in der Hoffnung, einen besseren Server zu erwischen. Ja, der ist ein bisschen besser. Ah, doch, da wird's gut, ja. Also das sieht man, das geht auch deutlich schneller.
Das muss nicht immer mit der langsamen Geschwindigkeit von da oben gehen. So, wenn ich jetzt diese Dateien verteilen will, dann brauche ich die Links. Deshalb kann ich die einfach alle einmal markieren. Rechtsklick drauf und Copy to Clipboard, Link. Und jetzt gehe ich ins Notepad, mache mal einen Tab auf. Und jetzt sind meine ganzen Links hier versammelt. Die kann ich dann eben verteilen. Ja, mein Aufnahmezähler ist bei 6 Minuten. Also ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen, wenn ich gesagt habe, dass ich hier relativ schnell zeigen kann, wie man eine Datei aus dem Torrent-Netzwerk herunterlädt, das Ganze mit WinRAR in Parts packt und dann mit dem Zoom-File-Uploader hochlädt. Der Fairness halber noch was anderes gezeigt, das hat nämlich der Support von GigaRapid extra für mich gemacht, oder weil ich mich beschwert habe. Ich kann hier diese Image-Datei auch einfügen und einfach sagen, wenn größer 100 MB, dann bitte splitten. Dann gehe ich mal auf OK und dann bekomme ich einen Zusatzdialog, in dem ich einfach ein Passwort hier wählen kann und die Größe wählen kann. Und dann wird das Ganze hier gesplittet. Ich gehe mal auf Split und der macht halt nichts anderes, als dann im Hintergrund WinRAR auszuführen. Hier habe ich einfach die Kompression relativ niedrig gestellt, deshalb geht das jetzt relativ schnell. Und jetzt könnte ich halt hier auch sagen, zack, einfach mal hochladen. Also da gibt es alle Spielarten, wie man das machen kann. Auf jeden Fall ist damit, denke ich, gezeigt, dass das für Uploader auch eine interessante Sache sein kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Blick in die Videobeschreibung wirfst. Da habe ich nämlich meinen Affiliate-Link zu GigaRapid platziert. Dann habe ich auch was davon.